Etwa die Hälfte der Fahrt war vorbei, da ist mein Fuß etwas über die Kante gerutscht und da das Karussell sich gerade in der Vorwärtsbewegung befand und ich meinen Fuß zurückziehen wollte, ist der Vorderfuß unter das Bötchen gekommen. Meine mittleren Zehen wurden abgerissen. Einer wurde so stark abgerissen, dass er komplett ab war und er wurde auch nicht mehr gefunden. Sie schlägt sich eigentlich ganz tapfer, aber natürlich gibt es auch Phasen, wo sie dann sehr niedergeschlagen ist. Der Vater der Geschädigten hat Strafanzeige gestellt. Unsere Ermittlungen laufen dahin, zu prüfen, ob hier eine Straftat vorliegen könnte. Ich kann mir einfach noch gar nicht vorstellen, dass dieses Körperteil jetzt mein Leben lang zu mir gehören wird. Und bitteschön. Dieser Park ist mir echt unsympathisch geworden. Ich glaube, den wirst du nicht noch mal betreten, oder? Nee, auf keinen Fall. Nee, das glaube ich. Bin schon echt ganz schön empört, was da passiert ist. Ruhig noch ein bisschen weitergehen. Ach so, okay. Es geht noch weiter, Mama. Ja. Du darfst nicht einfach stehen bleiben hier. Doch. Ja. Woanders, ne? Der ja, ist auch genau. Dieser Park ist echt nichts. Diese ignoranten Leute hier. Naja. Los geht's! Nein. Okay, war's, ne? Ja. Drei ich kann es auch nicht fassen. Her, ne? Was da passiert ist, und diese hässlichen Würde mit ihr noch einmal an. Das kann nicht wahr sein. Nein. Und dann gehe ich wieder nicht nochmal wieder. Nee, auf keinen Fall. Alle. Fällt jetzt auch nichts mehr ein. Schön. Wieder genau da, wo ihr auch reingefallen seid. Ja, ich kann es gar nicht fassen, dass hier noch so viele Leute hinfahren und alle überhaupt nicht informiert sind. Das ist schon traurig. Ja, die wissen ja nicht, dass da so eine passieren würde. Naja. Naja. Es fällt mir wirklich nicht mehr viel dazu. Dahin, ne? Nee, definitiv nicht. Kein so ein unmenschliches Verhalten kann ja nicht sein. Naja. Ja, guck, jetzt kommen auch noch welche mit dem Fahrrad an. Hm? Also, mir fällt da weg. Viele Tag, aber naja, was soll man dazu sagen? Ne? Ich dachte, Halli wäre im Urlaub. Also ich bin wirklich fassungslos. Vor allem, wenn man sieht, wie viele Leute hier reingehen mit vielen kleinen Kindern. Die hoffen sich einen schönen Tag und sind wirklich gar nicht darüber informiert, was für ein Risiko besteht. Das macht mich wirklich etwas sauer. Also es fühlt sich schon sehr merkwürdig an. Also ich würde nicht nochmal in den Park gehen und erst recht nicht in das Fahrgeschäft. Also ich bin sonst immer sehr gerne Karussell gefahren, aber mittlerweile merke ich schon, dass ich ein flaues Gefühl bekomme, wenn ich mir die Karussells ansehe und insbesondere das Karussell Wet n Wild. Also es sollte ein ganz schöner Tag werden und gegen 3:30 bin ich mit meiner Schwester und mit meinem kleinen Bruder in das Karussell gestiegen und die Fahrt hat auch ganz normal gestartet. Und ja, ich denke, etwa die Hälfte der Fahrt war vorbei. Da ist mein Fuß etwas über die Kante gerutscht, sodass die Ferse noch Halt hatte. Und da das Karussell sich gerade in der Vorwärtsbewegung befand und ich meinen Fuß zurückziehen wollte, ist der Vorderfuß unter das Bötchen gekommen und ja, und unter die Grundplatte oder zwischen Grundplatte und Boot vielmehr. Also in dem ersten Moment weiß man eigentlich noch gar nicht wirklich, was passiert. Ich habe eigentlich nur runter auf mein Bein geschaut und habe versucht, diesen Fuß rauszuziehen. Das ging ja leider nicht, bis das Karussell dann nach einigen Metern gestoppt hat. Und erst dann ist mir klar geworden, als ich den Blick auf den Fuß hatte, dass wirklich schwere Verletzungen da sind und dass einige Zehen abgerissen sind. Leider hat sich der Park gar nicht bei mir gemeldet. Ich hätte dies auch erwartet, einfach so aus menschlicher Sicht. Aber weder ein Anruf noch eine Entschuldigung aus zweiter Hand.
Und bitteschön. Gehen wir hier noch spazieren. Das kennen wir zwar alles hier, ne? Ist aber ja auch ganz schönes Wetter zum Glück. Ist aber wirklich weitergefahren. Guck mal, ist da nicht mehr. Danke, wie gewohnt noch einmal. Okay, wir marschieren. Komm, Nassi, komm mit. Los geht's. Ein LKW kommt von vorne. Ja, nicht, dass wir da irgendwie. Eigentlich geht er erst ganz lieb, so wie er das immer macht, ne? Guter farblicher Kontrast. Ja, mit dem schwarzen Schuh. Das stimmt. Alter. Ja, machen wir. Wir gehen gerne bei uns im Haus spazieren. Ja, dieses schöne Haus mit dem schönen Hund. Rollstuhl. Wunderbar. Wir sind zu dritt in die Gondel eingestiegen und man kann hier auch ganz gut den Einstieg sehen. Während der Fahrt ist mein Fuß ein bisschen über die Kante geragt. Man sieht, dass keine Anhöhe ist, sodass man ganz einfach über den Ausstieg hinausrutschen kann mit dem Fuß. Und das Karussell hat sich in der Vorwärtsbewegung befunden, sodass der Vorderfuß direkt unter das Boot gezogen worden ist. Der Einstieg ist auch wirklich nur durch zwei kleine Kettchen gesichert, sodass ohne Probleme Beine oder Arme hinausrutschen können. Ich kann mir vorstellen, natürlich bin ich kein Profi, dass eine kleine Kante schon Abhilfe schaffen würde, dass die Füße von den Fahrgästen nicht mehr rausrutschen können. Mein Unfall wäre nicht passiert, wenn der Fuß an der Kante gestoppt hätte, dann hätte er nicht unter das Boot gelangen können. Also ich habe natürlich im ersten Moment wahnsinnig geschrien, dass sofort meine Geschwister aufmerksam geworden sind und auch mitgeschrien haben. Der Karussellführer ist einige Sekunden später auch auf den Vorfall aufmerksam geworden und hat dann auch das Karussell gestoppt. Leider ist es so, dass das Karussell noch eine Nachlaufzeit hat, sodass der Fuß wirklich einige Meter unter dem Karussell hing und dadurch sind dann ja auch die Verletzungen zustande gekommen. Ja, meine mittleren Zehen wurden abgerissen. Einer wurde so stark abgerissen, dass er komplett ab war und er wurde auch nicht mehr gefunden, sodass er nicht mehr angenäht werden konnte. Die anderen Zehen hingen einfach.